Einmal alles mitnehmen hier. Den ist auch so, noch was. Ich hoffe doch jetzt mal bitte auf zwei Oger von der Seite. Das wäre lustig. Hier ist nochmal so ein Megaschwert. Auszeichnung unbesiegbar. Auszeichnung Hausmeister. Ja. Das passt doch. Ich bin der unbesiegbare Hausmeister. Natürlich. So, was bringen die Handschuhe? Nichts, was mich interessieren würde. Deswegen nehme ich sie einfach mit und verkaufe sie im Nachhinein. Obwohl das Spiel das automatisch für mich tun würde. Genau, um den Kommentaren präventiv vorzubeugen. Ja. Vor allem beugt man sich ja meistens präventiv vor. Oh, das göttlich Runenklinge. Das kann ich fast noch mitnehmen hier. Göttlich Runenklinge. Das ist sehr gutes Englisch und Deutsch gleichzeitig. Das ist ja fast wie bei Diablo mit den ganzen Namen. Ja. Voll von Diablo so geklaut, lol. So. Echt, ey. Und da unten liegen noch zwei grüne Gegenstände. Die möchte ich mir auch nochmal angaffen. Komm, werte ich das auch nochmal auf. So. Ein Minischwert, ein Zahnstocher. Was kann denn der? Nichts, was ich möchte. Wie ein Spiel mir die ganze Zeit andere Schwerter andrehen will, obwohl meins halt einfach die Statuswerte für die Türme verbessert. Böses Spiel. Ja, das ist, sucht sich nur die Summe davon aus. Ja. Nein. Nein. Doch. Nein. So, meins. Verdammt, die waren auch für mich grün, was auch immer das war. Verrate ich nicht. Okay. Du wirst es niemals erfahren. Ich werde dir deinen Part ansehen. Nein. Deine Türme haben alle wieder mehr Leben bekommen, schätze ich mal, weil alle schon wieder geschwächt sind. Ich werde ihn auf privat stellen, damit du den nicht schauen kannst. Okay. Dann ist es so privat, dass ich schon bereit bin. Ja, ich bin auch gleich bereit. Wenn ich den Turm abgegradet habe. So. Na wunderbar. Ich denke, das sollte doch machbar sein. Ich habe jetzt gar nicht drauf geschaut, was da so alles ankommt. 10 Flugeinheiten und tausende von diesen anderen Viechern. Das sollte alles kein Thema sein. Die da immer kommen und sterben. Ach so, das machen sie doch gerne. Hier sind die ganzen kleinen Viecher hier. Die halten auch nichts aus. Kommt der Oger wieder bei mir oben? Nee, diesmal bei dir und es ist sogar ein stärkerer. Wo ist denn der? Da unten ist er. Okay. Was hält denn der aus? Wie viel? Ach, nur 250.000 Leben. Aua, der trifft mich. Wie ein anderer. Okay. Der nimmt zwar schon Schaden, aber ich sollte hier mal ein bisschen heilen. Oder so. Aber ich sterbe gleich. Möchtest du hier unten mitkämpfen? Du guckst einfach nur zu. Ich hau auch nochmal einen Turm. Ich habe keine Kristalle dafür. Warum habe ich Kristalle verloren? Weiß es nicht. Ich würde mich dir gerne empfehlen, mir aus dem Weg zu gehen, dass ich bauen darf. Ja, danke. Ich bin gerade bei. Hier oben kommt auch nochmal ein Typ an, ne? Der hat aber nur 80.000 oder 90.000. Der überlebt es nicht. Der unten auch nicht. Schieße ich jetzt auch nochmal drauf. Okay, es war ein bisschen knapper. Aber der Hammer ist ja groß, das ist ja der Hammer. Haha. So, wie sieht meine Barrikade um? Ja, nimm nur alles. Ich töte die immer, du sammelst alles von denen auf. Das sind doch alles deine hier. Du hast eben den 100er da von dem Kerl bekommen, ja? Meine Kristalle sind schon lange voll. Ja. Yeah. So. Ich meine, so Angriffsrate, Grundschaden habe ich noch so wenig. Das heißt, ich muss da unten wieder sichern. Richtig. Ja, oder willst du jetzt hier? Der Zombie baut jetzt hier. Ich mach nochmal hier. So, jetzt haben wir keine Einheiten mehr frei. Okay, dann baue ich mir noch eine Balliste. Dann werte ich die Dinge einfach auf. Dann hat sich das auch. Muss ich ja irgendwie meine Kristalle hier loswerden. Die Barrikade würde ich vorne auf ganz schnell upgraden aufs Höchste, dann hält die 10.000 aus, das ist ultimativ gegen jeden Oger. Ja. Oh, ein schöner großer Hammer. Das ist voll der Hammer. Ich nehme ihn einfach mal mit. Um ihn dann später wieder zu verkaufen. Nein, böse Kristalle. Hört auf zu verschwinden. Ich muss euch aufsammeln. Verschwinden die auch im Baumodus? Ja, scheinbar. Ich wollte gerade was bauen, aber es geht halt nicht, ne? Ist ja egal.
So. Ich werde nochmal die Barrikade unten stellen, mal auf die dritte Stufe bei dir upgraden und dann... Da auch nochmal ein Level drauf. Komm zu mir, Kristall. Ich könnte hier oben das nochmal alles aufwerten. Ich meine, die helfen ja auch mit nach unten. Hoffen wir bloß jetzt nicht, dass der Ogre an der anderen Seite hier kommt und auf einmal alles... Ich habe mich gerade von vorne angeschaut. Mit welcher Taste? Mit Q. Nur Upsch. Mein Hut hängt so tief, dass man nichts sehen kann. Ich trage Skelettboxerschutz. Ich könnte theoretisch überhaupt nichts sehen mit dem Charakter. Und warum sind die Türme alle nicht aufgewertet? Da ist ja, das sind Zustände. Sind da noch Kristalle? Nein. Sind noch zwei Kisten? Oder brauchst du die? Eine. Ja, das reicht mir erstmal. Ich muss da runterspringen, wo Boden ist. Nicht wo Bohnen sind, das ist was anderes. Kann man meistens nicht drauf rumlaufen. Oder sagen wir mal, die hindern einem nicht vorm Runterfallen. Hier sind Schuhe, die gar nicht mal so gut sind. Okay. Aber grün. Ich habe dir mal hier nochmal eine Barrikade auf die andere Seite geworfen. Das waren jetzt wirklich unsere letzten Abwehreinheiten. Ja, das ist okay. Ich hätte nichts mehr machen können. Hier liegen einige grüne Schwerter und ich werde es alles ignorieren, weil es geht. Du bist so ein Draufgänger. Ja. So, warte ich oben auf ein paar Kristalle und dann helfe ich dir nochmal unten alles abzugraden. Ja, ja, ja. Hier ist eigentlich. Ja, jetzt kommen noch mehr Ogre halt, ne? Ja. Ich sollte da mal runter, da ist ja noch nicht so viel. Ein Ogre ist erschienen. Und irgendjemand schreit hier. Wieder auf derselben Seite. Da sind zwei. Das ist in gewisser Weise blöd. Beide auf der einen unteren Hälfte? Meine Türme hier oben schießen da ja hin. Das geht dann schon ein bisschen. Ist noch einer? Der kommt von oben jetzt. Das ist auch ein heftiger. Ja, ja, die heftigen Turm. Ich verkauf mal den Turm hier. Schnapp mir ein schnell neues Mana. Hoffentlich. Mana. Reparieren, Barrikade. Und bau noch einen hier hin. So, ein bisschen den Turbo angeschmissen hier. Oh, ja, ich repariere dagegen an. Pass auf. Das war ein bisschen blöd, aber. Ich habe Kristalle erhalten, die ich direkt fürs Heilen brauche. Okay. Ich habe hier oben halt noch einen Turm hingeklatscht, damit er auch nochmal Schaden macht. Oh, ich glaube, der Ogre oben kommt durch, oder? Oh ja, ja, oh ja, ja. Er hat sogar noch massig Leben. Wie das denn? Ich weiß es nicht genau. So. Ich upgrade einfach die Harpunen, haben sie volles Leben. Das habe ich auch gerade gemacht. Ja, komm, der ist gleich weg. Nur noch 50.000 Schaden. Ja, sollte recht schnell sein, wenn dieser Ritter von meinem Kopf geht. Okay, er tanzt auf meinem Kopf, das soll mir recht sein. Tanze, Ritter, tanze. Jetzt musst du mit deinen Kanonen wild auf den Boden schießen, dass er tanzt. Ja, schau, er tanzt auf meinem Kopf rum. Ich hau ihn mal. Okay. Ich kann auch mal meinen Megablast hier anschmeißen. Ist ein bisschen laut jetzt. Pam. Ja, vielleicht in der Nähe von Feinden, statt einfach... Da waren irgendwo Feinde. Ich frage mich ja, wie er die Barrikade zieht. Das waren 10.000 Leben. Die haben gut Schaden genommen hier. Aber hier unten geht's. Ist unfassbar. Oh, was für ein dezenter. Für dezente Waffen das schon wieder sind. Und wie viele Kristalle wir haben. Aber wir haben gewonnen. Ja. Klar, natürlich. Ich dachte gerade, da käme noch eine Welle. Nee, das hätten wir, glaube ich, nicht mehr gepackt. Ich weiß nicht genau. Aber ich meine, dafür lief es doch eigentlich gut. Joa. Sind schon unbesiegbar. Ja, fast. Wirkungsbereich mache ich nochmal. Komm, auch wenn da rumgenörgelt wird, dass ich das ja alles falsch skillen würde. Ich meine, jedes von den Eigenschaften kann der ganze bringt Müll einem hier mehr weggehen, Schaden. Den ich nicht brauche. Soll das ganze Zeug doch im Inventar landen. Ich will mir die Items angucken, die ich nicht mag. Dich mag ich nicht. Dich auch nicht. Bah. Macht gut Schaden, ist mir egal. Brauche ich nicht. Die Axt ist ja auch klein. Level 60, alles Müll. Warum liegt hier hinten ein Kristall rum? Der ist gerade vor mir verschwunden.
Das war ein Mobbing-Kristall. Ja. Jetzt sind wir schon Level 40. Das war eine Illusion. Das, ich glaube, so hoch wäre ich bisher noch nie hier. Okay, mein anderer Charakter ist auch Level 40, aber mit dem habe ich ja noch das Halloween-Level gespielt, stimmt. Ja. Und das hat auch mit 2-3 Level gebracht. Aber wir sind ja noch nicht am Ende hier. Da kommen noch ein paar. Zwei Level, ja. War halt ein paar, ne? Paar. Hast du alles? Sag mal, warum gibt's denn nur Schwerter, die irgendwie Schaden erhöhen? Ich will was für Türme. Ich will ein turmfreundliches Schwert. Du bist ein Nahkämpfer. Nein. Nicht? Das streite ich ab. Oh, Alistair kann auch auf den Weg. Ich bin eine Meerjungfrau. Oh. Alistair. Ja, geht doch weg mit euren epischen Waffen für Level 60. Was will ich denn damit? Was ich tragen kann. Ich gebe dem Kerl jetzt mal massiv Schaden hier. Wobei, den Rest nicht. Schön. Wo ist denn das Gebäude-Dingsbums? Ach, da drüben. Gebäude-Dingsbums? Das Gebäude-Dingsbums. Ja. Genau das will ich finden. Du meinst, Gebäude-Dingsbums. Die Aufwärteria. Die Aufwärteria, ja. Alles verkaufen, so, mir ja. Mir reicht's. Schließen. Ja, schön. Mein kleiner Begleiter ist, glaube ich, jetzt ziemlich stark geworden. Okay. Ich will auch einen Begleiter, der angreift. Dann hol dir einen. Höchstens so offscreen. So ganz obsolet mal hier in den Raum geworfen. Schwert ist ja hübsch, ne? Aber ich kann es nicht gebrauchen. Hanjo ist nach der Runde auf Stufe 9 aufgestiegen. Ich weiß gar nicht, welche Stufe meiner gerade ist. 18. Huch. So, dann gehen wir doch mal ins Gasthaus und beenden. Oder wollen wir gleich hier beenden? Ich gehe ins Gasthaus. Zack. Da fühlt man sich gleich viel häuslicher im Gasthaus. Natürlich, das ist, es geht um das heimische Empfinden. Ja. Man soll sich ja hier in unseren Let's Plays wieder heimfühlen. Och, eine Fee! Wie viel kostet die denn? Gleich kommt schon das offizielle letzte hier. Der Gipfel. Blossom, eine Fee. Was? Simba. Was haben wir denn hier? Ah, schön. Ich könnte dein Schwert, Macker, als Begleiter holen. Oder zumindest sieht der so aus. Wie heißt denn der offiziell? Knappenhüter. Genau. Warum kann ich den kaufen? Weiß ich nicht. Für 2,6 Millionen. Von der Jägerin den Begleiter konnte ich auch kaufen. Als ob der so wertvoll wäre. Echt? Ich bin doch voll der unnütze Begleiter. Okay, der ist nicht schlecht, ne? Aber sonst. Naja. Die Skybox hier ist echt gut gesetzt, ja, ja. So. Okay. Gut, ich werde vielleicht offscreen ein paar Runden noch spielen. Mal schauen. Warum? Und mir dann noch einen anderen Begleiter holen. Ja, weil ich den scheiß Genie nicht haben will. Achso. Der kann nichts. Da bist du aber eine Stufe höher als ich. Nein, mit einem anderen Charakter spiele ich doch. Achso, okay. Achso. Ja, dann ist okay. Alles klar. Alles klar. Haben wir es dann? Ja, dann haben wir es für heute. Hoffe, es hat euch gefallen natürlich. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, euer Rahmschnitzel und euer Zombie.